Herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor dem Bundesligaspiel des VfL Bochum 1848 gegen Borussia Mönchengladbach. Das Ganze hier am morgigen Freitag um 20.30 Uhr im Vonovia Ruhrstadion. Das Spiel gegen die Fohlen steht unter dem Rubrum des Partners des Spieltages. Das ist die Privatbrauerei Moritz Fiege. Die wird rund um den Spieltag mit einem Social-Media-Gewinnspiel auf den Fiege-Kanälen abzurufen aufwarten. Dazu haben wir ein neues Video gedreht, eine Anti-Becherwurf-Kampagne. Kann ich jedem nur empfehlen, also nicht Becher zu werfen, sondern sich das Video anzuschauen. Wird nämlich ein prominenter VfL-Profi als Hauptdarsteller dabei sein. Dann wird es morgen am Spieltag ein Glücksrad an der Ostkurve gehen, in der Fläche der Torwandnische, mit Gewinnen wie zum Beispiel Fiege Liegestühlen. Und es wird auch noch eine Halbzeitaktion mit dem Bochumer Jungenlied und T-Shirt-Schleudern geben. Soweit alles zum Partner des Spieltags, Privatbrauerei Moritz Fiege. Ansonsten werden wir auch, und das werden wir im Rahmen dieser Pressekonferenz verkünden und dann anschließend auch als Mitteilung versenden, was Besonderes haben. Wir werden morgen in einem Sondertrikot auflaufen. Der Krieg in der Ukraine beschäftigt uns nach wie vor auf allen gesellschaftlichen Ebenen und unsere Sponsoren, Hauptsponsor Vonovia und auch die Viaktiv als Ärmelpartner haben sich da was Besonderes ausgedacht. Vonovia räumt die Brust zum Teil frei für einen Slogan, der da lautet: Vereint friedlich leben. Und die Viaktiv als Ärmelsponsor ergänzt ihr Logo um das Peace-Zeichen. Alle weitere Informationen dann auch über unsere Kanäle bzw. dann auch als Pressemitteilung. Angehängt an die Mitteilung ist auch weiterhin der Spendenaufruf, zu dem wir schon vergangene Woche aufgerufen haben. Der läuft noch weiter und wird auch noch ein ganzes Stück weit gehen. Damit wären wir dann beim Spiel. Statistik: bisher gab es die Partie VfL gegen Mönchengladbach 72 Mal, 65 Mal davon in der Bundesliga, zweimal in der zweiten Liga, dreimal im DFB-Pokal und, wir erinnern uns, in Bochum leider daran, zweimal in der Bundesliga-Relegation. Die Bilanz aus VfL-Sicht: 22 Siege, 24 Unentschieden und 28 Niederlagen. Die Bilanz hier in Bochum ist sehr gut. 37 Spiele gab es bis dato, 15 Siege, 15 Unentschieden und nur 7 Niederlagen. Das Hinspiel gewannen die Gladbacher etwas knapp mit 2:1 und das letzte Spiel hier in Bochum war eben jenes Relegationsrückspiel 2011. Es endete 1:1. Fansituation: derzeit sind die 20.000 Tickets, die verfügbar waren, weg. Wir bemühen uns aber und sind noch im Austausch mit den zuständigen Behörden, ob nicht noch eine weitere Öffnung möglich ist. Darüber wird gegebenenfalls am heutigen Nachmittag entschieden. Wir werden natürlich euch dann darüber auf dem Laufenden halten, über unsere eigenen Kanäle respektive über die Mitteilung. Damit wären wir dann beim ehemaligen Management auf Gladbacher Seite. Weltmeister Chris Kramer hat schon mal das VfL-Trikot getragen und Martin Meichelbeck, der als Reha-Trainer bei den Fohlen tätig ist, war schon mal hier unterwegs. Amel Bella-Kotschap auf unserer Seite war schon mal bei den Fohlen und auch derjenige, der heute neben mir hier auf dem Podium sitzt, zusammen mit Sebastian Schinsilorz, unserem Geschäftsführer Sport, Markus Gellhaus. Und das hat den Grund, dass auch Cheftrainer Thomas Reis an Corona erkrankt ist und dementsprechend für die morgige Partie nicht zur Verfügung stehen wird. Dementsprechend machen wir es auch ein bisschen anders als gewohnt. Ich übernehme dann mal die Abfrage der Personalsituation bzw. die Erläuterung. Simon Zoller ist klar wieder im Mannschaftstraining, aber noch nicht einsatzbereit. Danny Blum mit seiner Wadenblessur ist zu weiteren Untersuchungen unterwegs. Die Corona-Fälle Pantovic, Tesche und Gamboa haben wir in dieser Woche bereits verkündet. Die Corona-Fälle der vergangenen Woche, Maxim Leitsch, Danilo Soares und Michael Esser, sind insoweit geklärt, dass Bruno Esser auf jeden Fall schon wieder zum Kader dazugehört. Bei Maxim Leitsch und Danilo Soares werden morgen nochmal letzte Tests, Klärung darüber bringen, ob sie denn dann spielfähig sind oder nicht. Und damit liegt dann der Ball bei euch, bei Ihnen. Fragen entweder an Sebastian Schinsilorz oder an Markus Gellhaus. Günther Pohl hat als erstes mal die reale Hand gehoben. Bei den vielen Namen, Jens, seid ihr verziehen, aber was ist mit Locadia? Steht hier nicht auf der Liste. Ist also wieder gesund. Okay, danke. Jupp. Weitere Fragen? Ich weiß, ich habe euch jetzt ein bisschen überfahren damit. Dirk Große Schlamann von Sky. Ja, Markus, dann vielleicht einfach mal die ganz einfache Frage. Ist eine besondere Situation personeller Hinsicht auch für dich sicherlich? Wie gehst du damit um?
Ja, ist in der Tat, hallo erstmal, eine besondere Situation, die sich jetzt sehr kurzfristig erst heute Morgen so ergeben hat, dass der Cheftrainer signalisiert hat, dass er positiv ist. Von daher ist es alles noch sehr frisch. Wir haben das Abschlusstraining hinter uns gebracht. Das war soweit alles okay. Und alles Weitere werden wir dann jetzt im Laufe des Tages koordinieren und planen. Du klingst ein bisschen überrumpelt auch, ne? Nö, das nicht. Also ja, natürlich ist es natürlich eine sehr kurzfristige Situation gewesen und überrumpelt ist, glaube ich, die falsche Vokabel, aber in diesen Tagen muss man ja immer auf alles gefasst sein. Von daher ist natürlich jetzt tatsächlich eine besondere Situation, aber ich glaube, auf die kann man sich relativ kurzfristig einstellen und dann werden wir das auf jeden Fall in den Griff kriegen. Günter Pohl, Radio Bochum. Ja, dann die Frage, vielleicht mal ein, zwei Sätze zu Borussia Mönchengladbach in diesen Tagen. Im Hinspiel habt ihr sehr schlecht begonnen und habt dann hinten raus sogar durch Pantovic die Möglichkeit zum Ausgleich gehabt. Was hat sich bei Mönchengladbach verändert? Was kommt da auf euch zu? Also es kommt auf jeden Fall eine extrem spielstarke Mannschaft auf uns zu. Wir haben heute Morgen auch die Gegneranalyse der Mannschaft präsentiert. Und das wird ein sehr schweres Stück Arbeit für uns. Wir dürfen sie auf keinen Fall ins Spiel kommen lassen, weil sie, wie ich es gerade schon angedeutet habe, sehr spielstark sind in der Vorwärtsbewegung, sehr viel Qualität haben. Und da müssen wir alles aufbieten, um das zu unterbinden. Dirk Große-Schlamann hatte gerade noch mal aufgezeigt. Hat sich schon erledigt? Gut, dann Markus Rensimow von Erwartz Bochum. Ja, hallo in die Runde. Markus, klär uns mal kurz auf, wann hast du letztes Mal Cheftrainerposition inne gehabt? Cheftrainer. Was wir jetzt dann verändern, Entschuldigung, weil Fanny Heinemann übernimmt dann deine Aufgaben? Genau so wird es sein. Also Fanny wird mit runterkommen auf die Bank. Und wird meine Position einnehmen und die Verbindung zum Videoanalysten haben, sodass wir da dann auch gut aufgestellt sind. Und zu deiner ersten Frage, letztmalig Cheftrainer war ich beim SC Paderborn in der zweiten Bundesliga. Weitere Fragen eurerseits? Mario Rieker von The Zone als nächster. Ja, mich würde interessieren, jetzt kommen ja immer mehr Zuschauer zurück und das hat in den letzten Wochen, Monaten immer, gab es mal für Spiele mit viel Publikum, mal mit ganz wenig Publikum. Ist es vielleicht sogar jetzt bei so einer besonderen Aufgabe für Sie noch schwieriger, dass man auf einmal noch schlechter kommunizieren kann wieder mit den Spielern während der Partie? Nein, das glaube ich nicht. Ich hoffe, dass wir im Vorfeld soweit alles geklärt haben, dass die Kommunikation während des Spiels nicht unbedingt nötig ist. Und ganz im Gegenteil bin ich froh, dass wieder mehr Fans zugelassen sind, weil wir können jede Unterstützung gebrauchen. Und wir haben auch in den letzten Partien immer gesehen, dass die Zuschauer uns helfen können, dass sie uns pushen können. Und das braucht die Mannschaft. Und dadurch sind wir auch so heimstark in dieser Saison. Dann Dirk Große-Schlamann. Markus, du hast ja gerade schon gesagt, das ist ja was, womit man rechnen muss. Das passiert ja gerade auch anderen Mannschaften. Trotzdem ist das natürlich, wenn man so unter der Woche, ich übertreibe jetzt mal ein bisschen, jeden Tag irgendwie zum Training kommt und merkt, ach, jetzt ist schon wieder einer und dann der Nächste und der Nächste. Wie hält man dann vor so einem Spiel so die Stimmung hoch, dass es nicht so kommt, ach Gott, jetzt ausgerechnet jetzt, ne, freitags gegen Gladbach, da könnte man einen ordentlichen Schritt machen und jetzt fehlt die Hälfte der Truppe. Wie schaffst du es da, so ein bisschen so den Gedanken auch wegzubekommen von sowas? Ja, also erstmal fehlt nicht die Hälfte der Truppe. Wir werden auf jeden Fall eine schlagkräftige Mannschaft zusammen haben, die absolut konkurrenzfähig ist. Und wir hoffen, dass wir gegen Gladbach auch erfolgreich Fußball spielen werden, um den nächsten Schritt zu machen, um unser großes Ziel zu erreichen. Und ich habe heute auch im Training heute Morgen eine Mannschaft gesehen, die sehr fokussiert ist, die unbedingt, wie gesagt, diesen nächsten Schritt machen will, den nächsten Step. Und von daher ist mir da überhaupt nicht bange, dass da irgendetwas auf dem Weg verloren gehen könnte.
Günter Kohl ist der Nächste. Markus, die Abwehr hat in Frankfurt ja über weite Strecken ordentlich gespielt. Dennoch war nicht zu übersehen, dass zwei oder sogar drei etablierte Kräfte gefehlt haben. Hast du, weil gerade wurden die beiden Namen Soares und Leitsch mit Fragezeichen versehen, hast du noch die Hoffnung, dass du vielleicht morgen auf einen der beiden oder gar beide zurückgreifen kannst? Denn die Achillesferse, ohne jetzt mal einen Namen zu nennen, war ja die rechte Abwehrseite. Und gibt es da noch andere Möglichkeiten für dich? Also wir hoffen natürlich, dass wir morgen im Abschlusstraining grünes Licht bei beiden bekommen, sowohl beim Leitsch als auch beim Soares. Aber wie gesagt, das müssen wir morgen letztendlich testen. Fakt ist, die beiden Jungs sind nach ihrer Corona-Infektion negativ getestet, sodass die Grundvoraussetzungen und auch die Herzuntersuchungen positiv verlaufen sind, sodass die Grundvoraussetzungen gegeben sind. Aber klar ist auch, diese Spieler sind mehrere Tage aus dem Training und von daher müssen wir schauen, wie weit sie wirklich belastbar sind und inwieweit es Sinn macht, sie mit in den Kader zu nehmen. Aber die Hoffnung haben wir natürlich, klar. Vielleicht nochmal im Anschluss, aber dass einer von beiden oder es beginnt, das ist eher unwahrscheinlich. Da bin ich in der glücklichen Situation, sagen zu können, das entscheidet der Cheftrainer. Ja? Okay. Danke. Markus Rensinghoff hat gerade noch aufgezeigt oder hat sich das durch Günthers Frage erledigt? Scheint sich erledigt zu haben. Okay. Weitere Fragen? Günther nochmal. Ja, Kommunikation zwischen Trainer und Co-Trainer. In der Vorbereitung des Spiels ist es selbstverständlich. Wie werdet ihr während des Spiels oder in der Halbzeit kommunizieren oder überhaupt Ernstfall besprochen? Der letzte Teil deiner Frage war jetzt gerade nicht allzu gut zu hören, aber es ging ja schwerpunktmäßig in der Frage um das Thema Kommunikation während des Spiels. Ja. Nochmal, die Situation ist vor einigen Stunden erst eingetreten, dass der Cheftrainer positiv getestet ist. Und von daher ist das jetzt relativ kurzfristig. Klar ist, wir werden Kommunikation haben, aber wie und in welcher Form, kann ich jetzt noch abschließend nicht sagen. Da werden wir uns heute im Laufe des Tages noch detailliert darüber unterhalten, sodass wir da auch einen vernünftigen Austausch auf jeden Fall hinbekommen. Und noch vielleicht das Wichtigste, wie geht es Thomas Reis? Hat er Symptome oder geht es ihm relativ den Umständen entsprechend gut? Also Symptome hat er, wir haben natürlich schon telefoniert, klar, Symptome hat er, aber es geht ihm einigermaßen, sagen wir mal. Ist jetzt nicht bedrohlich aktuell. Weitere Fragen? Der Wissensdurst scheint gestillt. Dann bedanke ich mich fürs Interesse und wir sehen uns dann hoffentlich. Halt, eine Frage kommt noch von Markus Rensinghoff. Genau, Sondertrikot, du hattest es am Anfang angesprochen. Ist das auch für die Fans zu kaufen? Das ist hinterher, stimmt, das hätte ich vielleicht noch erwähnen sollen, aber steht dann Gott sei Dank in der Mitteilung drin, das ist hinterher zu ersteigern. Damit und der Erlös geht dann auch, fließt dann auch in die Spendensumme ein für die Ukraine-Hilfe an die entsprechenden Organisationen, die schon von unserer Spendenaktion partizipieren werden. Also es wird in der kommenden Woche eine Auktion geben, wo sich dann jeder daran beteiligen kann und spenden kann. Und wir hoffen darauf, dass sehr viel Geld zusammenkommt. Gute Nachfrage, danke. Und damit der erneute Ansatz meinerseits. Noch Fragen? Und jetzt sehe ich nur horizontale Kopfbewegungen. Insofern besten Dank fürs Interesse und wir sehen uns dann morgen. Alles klar, 20:30 Uhr ist hier Anstoß im Vonovia-Ruhrstadion.